Michael, Doppelsieg in Monza. Wir gehen so ein bisschen die Superlative aus. Ihnen auch? Ja, vergleichbar ist das wahrscheinlich nicht. Das ist weit mehr, als man sicherlich erwartet hat von uns. Und hier in Italien, vor all diesen den ganzen Tifosis, die uns mächtig unterstützt haben, denen man ein riesen Kompliment und Dankeschön aussprechen muss. All den Mechanikern, die Tag und Nacht gearbeitet haben, das Team, das sich bis zum Letzten bemüht hat, die Situation zu drehen, nachdem sie ja bei verschiedenen Tests ziemlich hoffnungslos aussah, all denen muss man ein riesen Dankeschön sagen. Na gut, dann fangen wir jetzt mal mit der Kritik an. Was war das für ein Start? Jetzt kommt Jean Todt dazu. John, you must be really happy about Sie him. Sie müssen ja ganz glücklich sein. Ja, fantastisch. Vor zwei Wochen war ich schon happy. Racing, you know, we have good weekends, bad weekends. Wieder mal ein gutes Wochenende gehabt. Also es ist ein toller Fahrer, wir haben ein tolles Team. Ich glaube, wir werden dranbleiben. Das beste Ferrari-Rennen, das Sie gesehen haben? Nein, ich mag keine Superlative. Wir haben ein gutes Team, wir machen einen guten Job und es geht weiter so. Ein bisschen Kritik auch. Was war am Start los? Ja, über den müssen wir sicherlich auch reden, wenn es auch ungerne geschieht, aber den habe ich sicherlich verhauen und da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Gedanken dann während des Rennens, ab wann haben Sie wieder an den Sieg geglaubt? Ja, sicherlich in dem Moment, wo ich an erstmal hinter Mika war und auch an Mika vorbeifahren konnte, ganz speziell, weil ich merkte, ich bin schneller. Ich wusste, wie die Strategie läuft und in dem Moment habe ich schon daran geglaubt, dass es möglich ist. Das Überholmanöver, können Sie es uns kurz schildern? Er hat natürlich alles gemacht, um mich hinter ihm zu lassen. Er hat einen Fehler in der Schikane gemacht, ist ziemlich weit rausgefahren. Ich konnte ihn dann ausbeschleunigen, ist natürlich rübergefahren, habe versucht, die Straße zu versperren, aber ich war zu schnell und zu sehr neben ihm, als dass es möglich war. Und in der Hinsicht war ich vorbei und er konnte nichts gegen tun. Wir kommen zum Nürburgring, deswegen möchte ich auch nochmal John Todt fragen. John Todt, how competitive John will you be? Wie konkurrenzfähig werden Sie in den Nürburgring sein? Ja, wir werden ab Dienstag drei Tage in Mugello testen und ich hoffe, wir finden da ein paar interessante Lösungen. Wir versuchen es. Michael, danach kommt Suzuka. Wer hat da die besseren Karten? Also ich glaube, wir sind für die letzten zwei Rennen ganz gut gerüstet, um ehrlich zu sein, weil es sind Strecken wie Magnico und so weiter, an denen wir auch haben gewinnen können. Wir werden noch Verbesserungen erreichen am Auto. Also alles in allem bin ich ziemlich zuversichtlich, weil hier war so ein bisschen der Knackpunkt für uns, wo wir der Meinung waren, hier könnte uns das Ruder, das Ganze aus dem Ruder laufen, aber wir haben das Ruder dann für unsere Richtung eingestellt und jetzt sind wir ziemlich optimistisch. Am Ende noch ganz kurz, haben Sie sich erschrocken, als Sie plötzlich noch andere Familienmitglieder auf dem Podium entdeckt haben? Nein, sehr gefreut. Also es hat mich gefreut, dass der Ralf mit oben war, dass es für ihn gereicht hat. Ich habe schon während der Fahrt mich informiert, wo Ralf ist und man sagte mir dritter Platz. Es war doppelter Grund zur Freude. Und ich glaube, jetzt haben wir es dann endgültig klar gemacht, dass wir das erfolgreichste Brüderpaar sind. Last question to Jean Todt. Who will be world champion 1998? Wer wird denn Weltmeister 98? No, I can have only a dream. Nein, ich kann Ihnen sagen, was mein Traum ist. Und der Traum steht hier neben Thank mir. Thank you, danke Michael. Okay, ciao.